Das Ticket fürs Viertelfinale haben sie bereits in der Tasche. Die Frauen des FC Bayern, die sich aber trotzdem freuen auf das Duell mit Benfica. Der portugiesische Meister ist zu Gast an Gruppenspieltag 6 auf dem Campus des FC Bayern. Und die Münchnerinnen in den dunklen Trikots gehen sofort intensiv drauf. Sydney Lohmann, Clara Bühl, 19 Sekunden sind gespielt. Und die Münchnerinnen haben ihre erste Riesenmöglichkeit. Das Zuspiel gut, der Abschluss eher so lala. Benfica mit viel Intensität dabei. Der Ballgewinn gegen Georgia Stanway. Und dann die Möglichkeit für Franziska Nazaré. 10 Minuten vorbei, aber kein großes Problem für Malagros, den Ball zur Ecke zu lenken. Die Bayern nicht wirklich griffig, nicht wirklich intensiv in ihrer Spielweise, aber hier und da dann doch mit ganz ordentlichen Möglichkeiten. 22. Minute eher zufällig kommt der Ball zu Sydney Lohmann und die knallt die Kugel an den Außenpfosten. Pauletta, die Kapitänin Benficas, ohne Chance, sich da noch reinzudrängeln, aber Rute Costa mit den Fingerspitzen noch dran gewesen, die Keeperin von Benfica. Keine Tore zur Pause, es war überschaubar unterhaltsam in den ersten 45 Minuten, aber jetzt, Minute 51, Stanway mit einem Geistesblitz und dann die großartige Vollendung von Clara Bühl gegen Barca beim 3:1 ihr erstes Champions-League-Tor in dieser Saison gemacht und jetzt trifft sie auch gegen Benfica. Kein Abseits ist es. Sie nimmt den Ball herausragend an mit links und vollendet cool mit rechts. Georgia Stanway mit dem großartigen Assist. Das kleine Ausrutschen noch von Rute Costa im Kasten von Benfica und die Bayern jetzt 1:0 vorne. 63. Minute. Benfica bleibt drin in diesem Spiel, liegt auch an der sehr gut aufgelegten Jessica Silva. Die sorgt da vorne noch für die meiste Gefahr bei Benfica. Die 27-Jährige scheitert aber an Mala Groß. Das Spiel wird unterhaltsamer, liegt auch daran, dass die Bayern sich häufiger vorne blicken lassen. 74. Minute, Sydney Lohmann ohnehin eine der Besten an diesem Abend mit dem Kopf knapp neben den Pfosten. Nur ein paar Augenblicke später, der Fehler im Aufbauspiel, Zadrazil dazwischen, dann Stanway und jetzt Clara Bühl vorbei an Anna Seixa und vorbei auch an Rute Costa. 2:0 Bayern und wieder ist es Clara Bühl, die erfolgreich ist. Der Doppelpack, den sie schnürt an diesem Mittwochabend. Sehr guter Antritt. Mit rechts die Kugel vorbeigelegt, mit links jetzt der Abschluss. Sie ist so beidfüßig wie kaum eine andere. Die Bayern 2:0 vorne. Aber Benfica weiter daran interessiert, es hier auf die Anzeigetafel zu schaffen. Chloé Lacasse. 5 Tore schon gemacht in dieser Champions-League-Spielzeit. Aber der Abschluss zu zentral, um Malagros davor große Probleme zu stellen. 81. Minute. Maxi Rall und Clara Bühl mit der Chance auf den Hattrick. Rute Costa passt aber gut auf für Benfica, das ja im Hinspiel mit 2:3 unterlegen war gegen den FC Bayern. Trotz 2:0-Führung, die sich die Portugiesinnen dann aber spät noch nehmen ließen. Was passiert hier noch spät? Der lange Ball von Pauletta auf Chloé Lacasse. Aber die kommt erneut nicht vorbei an Malagros. Es gibt sie, die Chancen für Benfica, das jetzt hier und da aber so offensiv unterwegs ist, dass sich hinten Räume auftun, die die Bayern nutzen wollen. Sydney Lohmann zum ersten, Sydney Lohmann zum zweiten. Aber dem 3:0 der Bayern, dem aber sie hier, Benficas Linksverteidigerin Amado, im Weg steht. Sydney Lohmann mit der letzten wirklich guten Möglichkeit in einem Spiel, das immerhin in Durchgang 2 so ein bisschen Fahrt aufnahm.
die Bayern nicht wirklich gut, aber am Ende gibt es dann eben trotzdem Applaus für den 5. Sieg im 6. Gruppenspiel. Sie werden Zweiter hinter dem FC Barcelona und bekommen es jetzt im Viertelfinale. Da gibt es dann im März des nächsten Jahres Hin- und Rückspiel mit einem der Gruppenersten zu tun. Arsenal, Chelsea oder vermutlich Wolfsburg. Wir werden es morgen Abend, am Donnerstagabend nach dem letzten Gruppenspieltag wissen.